Bafo, Kmicek. Vielleicht werden die beiden Nummer 10 zu den entscheidenden Figuren der Mannschaften. Bafo nach diesem Pass von Vollmer. Und Tor! 1:0 für die Stuttgarter Kickers. Ja, ist denn das zu glauben? Und Kurtenbach ist es wieder. Kurtenbach nach dieser Vorarbeit von Bafo. Kurtenbach hat in jedem Pokalspiel sein Tor erzielt. Der Torjäger schlechthin. Und was für ein schönes Tor. Erstmal diese Vorarbeit und dann keine Chance für Uli Stein. Kleine Lux. Kalz. Ausgleich 1:1 und Dietmar Beiersdorfer, der Torschütze. Ja, er kommt häufig mit nach vorne. Schneller Ausgleich und das Ganze in der 15. Minute. Noch einmal hat er sich nach vorn geschlichen, Dietmar Beiersdorfer, der lange ausführt gekommen und erzielt den Ausgleich. Was für ein Spiel. Solche Tore wollen wir sehen, egal wer gewinnt. Ein herrlicher Pass von Kaltz und dann dieser Treffer. Genauso unhaltbar, meine ich, für Armin Jäger wie vorhin. Das 1:0 unhaltbar schien, das Dirk Kurtenbach gegen Uli Stein erzielte. Und nun kommt Okonski. Und Schindler war diesmal der Übeltäter. Schauen wir nochmal. Ja, lässt ihn auflaufen. Klare Sache. Freistoß für den HSV. Ist, glaube ich, ungeheuer schwer, einen Okonski auf reguläre Weise zu bremsen, wenn der mal antritt und links, rechts antäuscht. Noch 2 Minuten. Fällt noch das entscheidende Tor. Kalz. Und der Ball ist drin. Das gibt es nicht. Armin Jäger hat sich verschätzt. Und Manni Kalz erzielt das 2:1. Hamburger SV führt. Und schauen Sie mal, wie raffiniert. Um die Mauer rum sieht das Armin Jäger. Die lange Ecke deckt. Und der kommt nicht mehr heran. Und in der 88. Minute erzielt der Senior der Hamburger, erzielt Manni Kalz das 2:1. Stellungsfehler von Armin Jäger. Welch ein Pechvogel mit dem VfB. Verloren gegen Bayern München. Damals fehlerlos, trotz der 5 Gegentore. Und nun dieser Fehler kurz vor Schluss. Unglaublich. Ach, so sehr ich dem HSV den Triumph gönne. Das ist eine Tragik für Armin Jäger. Begeisterung für einen Verein ist schön, aber wenn der Fan zum Fanatiker wird, ist das fürchterlich. Schmöller. Schmöller und Eigentor und 3:1. Die Entscheidung ist gefallen. Nils Schlotterbeck war derjenige, der den Ball ins eigene Tor lenkte. Und das ist natürlich die endgültige Entscheidung. Die Stuttgarter hatten noch einmal alles riskiert und dann den dritten Treffer kassiert. Und das alles in der, ja, man kann sagen, fast letzten Minute. Welch ein dramatisches Finale, das nun beendet ist. Der Hamburger Sportverein ist neuer deutscher Pokalsieger. Und schauen Sie mal, wie glücklich man bei den Hamburgern ist. Wie man sich umarmt, wie man sich freut, dass nach mehr als 10 Jahren der Pokal wieder in die Hansestadt geht. Aber Kompliment auch an den Unterlegenen. Kompliment an die Stuttgarter Kickers. 88 Minuten lang
waren sie, ich möchte fast sagen, mehr als ein ebenbürtiger Partner. Und dann hat das Schlitzohr Manfred Kals, den Sie hier sehen, alles entschieden. Ein persönlicher Triumph für den Manni, für den Vize-Weltmeister des Jahres 1982. Seine ganze Routine hat er nochmal in die Waagschale geworfen und dem HSV hier den Sieg geebnet.